can't help but these, cause they know they can never touch these. So baby, let me talk my shit, or I might just throw another fit. Auf der Custom Bike Show 2023 hier auf unserem Stand Clubstyle Culture Berlin. Wir wollen jetzt endlich mal die Zeit nutzen und gucken, was auf der Messe noch an Clubstyle Performance unterwegs ist. Ich glaube, was ich so gesehen habe, ist Rebofine ist bei euch wirklich ganz hoch im Kurs, ne? Custom Chrome scheint da ein bisschen mitgespielt zu haben, was Teile angeht. Paddy, was sagst du denn zu den Felgen? Die Felgen sehe ich in deiner Lowrider. Ist mein Mikro noch an? Geil, mein Mikro ist noch an. Hier Indien. Viele andere Gruppen in dem Segment waren hier auch vertreten und es hat Paddy, wenn du die ganze Zeit nur neben mir stehst und nur nach vorne guckst, kriege ich die Krise. Aber er schneidet das ja cool zusammen, stimmt's? Nick mal. Okay. Clubstyle ist ja tatsächlich in Deutschland noch relativ klein. Man kennt da im Grunde jedes Gesicht, sag ich mal. Ja, und das muss halt einfach weiter getragen werden, das Ganze. Ne? Gerade bei uns jungen Leuten, dass wir das Harley-Thema auch einfach weiter in die nächste Kategorie bringen, sag ich mal. Ich hatte auch noch niemals in meinem Leben eine Harley-Davidson, die so gut gefahren ist wie dieses Motorrad. Also ich musste 56 Jahre alt werden, um festzustellen, dass Motorradfahren noch bequem sein kann. Es macht ernsthaft Spaß und man hat so ein bisschen das Gefühl, man ist so Familie. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber... Finde ich mega geil, dass ihr hier von Stand zu Stand wandert und nicht nur bei euch irgendwie seid, sondern dass ihr das so ein bisschen zeigt, was auch hier so überhaupt los ist. Und ich finde das ultra wichtig, ne? Dass wir nicht alle irgendwie unser eigenes Ding machen, sondern dass wir irgendwie zusammen in einer Community unterwegs sind. I better myself.